Hallo Leute, hier ist der Rolf Siller mit einer Runde Wochenendscheiß und zwar auf Kings and Men. Das ist jetzt ein Early Access Titel, sieht auch noch ein bisschen so aus. Erinnert ein bisschen an Chivalry und ja, letztendlich ist es ein Hau drauf, Melee, PvP, Combat Scheiß und ich habe hier so ein Dude mit Standardausrüstung. Ich habe jetzt Pole Axe gewählt, das kann man am Anfang machen. Zeige ich euch auch nochmal im Menü später. Und letztendlich macht ihr alles mit einer Taste. Und zwar mit der linken Maustaste. Oh, shit. Ich wackele auch immer. Ich gehe auch immer zurück, wenn ich ausweichen will. Das mache ich in den Games immer, kann ich nicht anders. Das Spawnen ist am lustigsten. Denn dann fangen alle an zu schreien. Und ja, wir spielen so eine Art Capture the Flag. Ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert mit den Farben. Und oben seht ihr jetzt rechts, blinkt eine Fahne auf. Wir versuchen irgendwas zu erobern und dann in der nächsten Runde versuchen die Gegner was zu erobern. Und es ist noch für mich ein bisschen undurchsichtig, macht aber nichts. Ihr könnt durch die Sachen, die ihr tragt und die ihr benutzt im Kampf, Skillpunkte freischalten, dann euer Leben zum Beispiel erhöhen oder eure Geschwindigkeit und so. Und letztendlich auch natürlich neue Waffen und so freischalten. Ich bin jetzt ziemlich bad, natürlich. Ich spiele das jetzt 10 Minuten und wollte nochmal was zum Angriff sagen. Und zwar habt ihr die linke Maustaste, zack, die drückt ihr so. Das ist dann ein Block und dann, wenn ihr loslasst, ein normaler Angriff. Und da kann ich halt die verschiedenen Richtungen wählen. Blöde ist, wenn zum Beispiel euch ein Gegner trifft, wird euer Schwung unterbrochen. Ja, das kostet mich regelmäßig mein Leben. Wenn ich durchziehen könnte, so richtig schönen Schwinger, dann wäre das vielleicht nicht so. Aber ihr seht, ich tippe jetzt nur mal die Maus an. Es dauert ein bisschen, bis der Schlag vollführt wird. Und dann gucke ich nochmal hier, jetzt drücke ich nach links. Kommt der Schlag von links, jetzt drücke ich nach rechts, blocke ich auch rechts und dann kommt der Schlag von rechts, von unten und von oben. So wird es gemacht und eigentlich ist das schon alles. Und weil es aber nur mit einer Maustaste gemacht wird, ist es auch meiner Meinung nach sehr, sehr schwierig. Ich habe ja schon Chivalry gespielt oder auch War of the Vikings, das war mir dann das Liebste so vom Angriffs. System her. Ja, habe ich einen erwischt. Ha, neun erwischt. Ist der Wahnsinn. Ja, da war die Bewegung einfach zu langsam wieder. Ich zeige euch am besten nicht meine KD. Aber ich müsste jetzt so vier oder was müsste ich erwischt haben. Und oben in der Mitte seht ihr die Zeit. So lange kann das echt dauern. Ich hoffe nicht, dass es so lange dauert. So, dann gibt es noch irgendwie die Option, jemanden wegzutreten. Das weiß ich noch gar nicht, wie das geht. Da müsste ich mir mal nochmal die Optionen reintun. Und ich glaube, so kann ich, glaube ich, ganz effektiv Schläge unterbrechen, um dann selber einen Schlag zu landen. Da habe ich doch jetzt auf jeden Fall eine Kill Participation. So. You successfully captured the flag. Also nicht ich persönlich natürlich, weil ich kann überhaupt nichts. So. Richtig. Es ist von der Grafik her, wie soll ich das sagen? Es sieht so jetzt in der Entfernung recht hübsch aus. So näher betrachtet vielleicht so ein bisschen clumsy. Ich habe es natürlich noch nicht hochgedreht und wie gesagt, es ist noch nicht fertig. Das Spielprinzip ist geil. Es ist auch Friendly Fire an. Das macht es noch pikanter. So, schnell. Hey. Ui, ich muss auch blocken in der richtigen Richtung, sonst bringt das nichts. Da habe ich doch einen erwischt.
Oh, you be careful or you will be kicked. Das heißt, ich habe jemanden getroffen, der in meinem Team angehörte. Nein, ich will nicht sterben. Huh. Ah, habt ihr gehört? Einmal dieses Kling, da habe ich tatsächlich was pariert. You have no response left for this area. Okay, normalerweise dann auf Space. Links unten ist irgendwie mein Lebensbalken. Ich tippe mal einfach, dass der rote Balken oben mein Leben ist. Das wird aber... Ja, man kann halt im Kampf nicht drauf gucken, wirklich. Und es ist halt sehr klein und filigran dafür, dass er so wichtig ist. Sehr verschnörkelt. So, und da ist einer. Ups. Der macht uns nass. Der hat uns alle drei nass gemacht. Mit seiner kleinen Pissaxt. Das kenne ich ja schon aus. Vier! Das kenne ich ja schon aus anderen Spielen. Vielleicht werde ich mir mal einen Bogen nehmen in den nächsten Runden. Einer ist nach da oben geflüchtet. Ah, da ist er. Also, das ist jetzt so ein Zwischendurch-Video am Wochenende. Wenn euch das gefällt, dann werde ich da auch mal eine Serie rausmachen. Dann wird das zum Beispiel irgendeine Serie in der Woche ersetzen. Und das mache ich dann auch ein bisschen abhängig dann von den Likes. Wie viele Likes gibt es dann, beziehungsweise wie viele Daumen nach oben gibt es dann für das Spiel hier, für das Video. Natürlich kann ich immer Sachen besser machen und wenn ich daraus eine Serie mache, werde ich das auch wahrscheinlich ein bisschen besser planen. Aber wenn natürlich gar kein Interesse besteht, also wenig Aufrufe sind und noch weniger Daumen nach oben, dann mache ich das natürlich nicht. Dann spiele ich das nur für mich. Ha! Und den da hinten holen wir uns jetzt, weil wir krass sind. Los, komm. Genau, du hast es drauf. Führer, Fat and Ugly. Okay. Plus 4 XP, you assisted in killing someone. Ich habe aber auch schon mal plus 2 XP gekriegt. Ich frage mich, ob das vielleicht so ist, wenn ich ihm mehr Energie wegnehme, dass ich mehr Experience Points bekomme. Und wenn ich ihn nur ganz kurz mal ein bisschen angehittet habe, kriege ich vielleicht nur wenig. So anteilsmäßig denke ich mir das mal so. So, wir rennen mal hinterm Joker, ja? Also ihr seht, das ist ein Durcheinander, ja. Das hat keiner gesehen. Einfach rein und weg. Aber die Leute haben auch hier, ihr seht, im nächsten Umkreis haben auch schon anderes Equipment. Spielen also schon ein bisschen länger. Also das, was ich jetzt habe, ist tatsächlich Standard. Das ist so ein Wams und so ein Shirt. Und ein paar Nikes und diese Kettenhaube. Ich habe auch so einen Strohhut, kann man auch aufsetzen, aber das sieht ja scheiße aus. Wir sind ja hier nicht beim Bärenpflücken. Wir sind hier bei Of Kings and Men. So, hier. Oh, da haben wir ein bisschen Energie verloren. What? Irgendein Kack-Fernkämpfer. Aber wir haben was gewonnen. Ihr seht, jetzt spawnen wir hier. Kann ich Waffen wechseln? Nein, ne? Kann ich nicht. Gucken wir uns mal hier ein bisschen die Pflanzen an. Ja. Ist jetzt okay. Nicht überragend. Hier Klatschmohn, roten Klatschmohn. Zack, aua, und Schaden genommen. Geil. Da oben ist ein Fernkämpfer, den hole ich mir. Nicht, der wird mich holen. Aber dann haben wir es versucht.
Scheiße! Nein, ich gehe hier mit wie auf dem Boot! Aber wenigstens kann ich wieder respawnen. Hab einen mal ganz gut angehittet, aber mir fehlt dann bei Chivalry, haben wir dann die dicken Waffen und die machen dann direkt so viel Schaden, dass einem der Kopf wegfliegt. Los, schreit mal. Schreibt keiner. Ja, ich wollte schon sagen. Und auf Space ist halt nicht hüpfen, ne? Hier kannst du nicht mal eben über die Mauer hüpfen. Obwohl die jetzt nie wirklich hoch ist. So, wir haben sie zurückgedrängt. Und jetzt schreien wir halt an dieser Fahne rum. Wohin müssen wir? Ich glaube nirgendwo hin, oder? Ich glaube, wir müssen. Defend steht hier unten groß drüber. Victory! Wow. Meine Fresse. Also, wir haben auf jeden Fall öfter hier gewonnen als auf den Sack gekriegt. Von daher. Gucken wir mal, jetzt direkt die nächste Fahne. Direkt eingekesselt. Oh. Wollen wir gar nicht. Wollte gar nicht so blöd mir kommen. Warum? Warum hast du keinen Hinterhalt? Ich habe relativ wenig abgekriegt. Was habe ich aber einen? Komm. Sorry. Das war's doch. Hier alles geklärt. Das war der. Der mich bedrangsaliert hat. Irgendein Fernkämpfer, den man hier nicht erkennen kann auf die Entfernung. Mann. Habe ich den jetzt erwischt? Das sah so ähnlich auf jeden Fall aus. Das sah auch so aus, als hätte ich den erwischt. Ich weiß nicht. Leute, haltet Stand! Oder so. What? So, wir haben tatsächlich was gewonnen. Ich zeige euch aber jetzt nicht meine KD, das wäre zu peinlich. Hier nochmal ganz kurz. Die Erklärung, wie man das Spiel spielt. Ja, Maustaste zum Blocken, Maus bewegen zum Zielen und loslassen zum Schlagen. Ist im Prinzip einfach, ist mir viel zu einfach. Ja, komme ich nicht mit klar. Ach ja, alter Mann. So, Stage 1. No, wollen wir nicht. So sieht's aus. Sehr waldig, ja. Aber ihr seht, Zeit fängt wieder bei 90 Minuten an. Wir gehen auf Quit.
So, da sind wir mal im Menü. Und zwar ist das unser Charakter. Ich habe ein bisschen was freigeschaltet. Ich hatte nämlich nur hier diesen Mace, Paul Eggs und die Small Eggs. Und ich glaube, den hatte ich auch. Und ich habe einfach gedacht, ich nehme die, weil die eine weil die eine größere Reichweite hat. Aber ich habe nicht wirklich drauf geguckt. Speed. Speed ist natürlich bei dem hier größer. Ja. Balance, Thrust. Wo steht denn Schaden? Round Aches. Ist dieselbe Geschwindigkeit. Ich glaube, ich probiere es mal. Nächstes Mal mit dem hier einfach equip machen. Small Round Shield Progression. Ah, 0 auf 5000. Also ich kann das nennen, das natürlich nicht. So, hier unten sind sie jetzt equipped. Was habe ich denn hier? Ha! Den kann ich equippen. Closing Padded. Upper Arm 10. So. Nach, guck mal, hier haben wir was. Den? Das ist dasselbe, nur ist Upper Arm und Torso vertauscht. Ich finde den Kragen geil. Von diesem mongolischen, deshalb nehmen wir den. So, so sehen wir jetzt aus. Ist viel besser, oder? Das heißt, nächstes Mal werden wir hart gewinnen. Wenn es das nächste Mal gibt. Das liegt ein bisschen an euch. So, ich bin Level 2, habe 5500 irgendwas von 8000. Und jetzt habe ich zwei Skillpunkte und zwei Respect-Punkte. Das bedeutet, ich kann jetzt hier zum Beispiel Damage erhöhen. Ja, mit zweimal, weil ich zwei Skillpunkte habe. Und wenn ich dann irgendwie denke, oh, war eine Scheißwahl, dann kann ich das auch rückgängig machen mit diesen Respect-Points. Ja, das ist sozusagen, ich mache es rückgängig, der Radierer. Ich möchte gerne Attack Speed erhöhen. Und ich möchte HP, damit ich ein bisschen lebe. Und wenn man das irgendwann, wenn ich merke, das ist ein Scheißwein, mache ich es einfach wieder weg mit den Respect Points. Alles klar. Gear hatten wir schon. Back to Main Menü, kann ich auch nochmal zeigen. Schönes Artwork, finde ich gut, nicht so detailliert. Bisschen aquarellig, ja. Macht Sinn. Ich kann nochmal kurz die Optionen zeigen. Grafik ist ein bisschen meiner Meinung nach unübersichtlich. Ich habe das jetzt nur auf High. Die Voreinstellung war ultra. Ich habe mir gedacht, bei so PvP-Spielen ist es besser, nicht ganz so geil aussehen, dafür ein bisschen flüssiger laufen. Habe alles ein bisschen runtergedreht. Und das ist okay. Würde ich sagen, back. Können wir mal ein Game gucken. Corps Limit, Arrows Limit, da 20. Gut. Gut, gut. The Epic. So, das ist so eine Art Modus. Ja, Testmodus steht da oben drüber. Aber ist gerade closed, kann ich also nicht benutzen. Da hätte ich mich ein bisschen mit dem ganzen Waffengedöns anfreunden können wahrscheinlich. Und da ist noch eine Menge, Menge mehr, was kommen soll in Of Kings and Men. Wenn ihr das gerne wissen möchtet, wenn ihr das erfahren möchtet und sagt, das Spiel ist gar nicht so schlecht, Chivalry mochte ich auch schon. Dann lasst doch einfach ein Abo da und ein Like nach oben. Wenn ich genug Likes bekomme, mache ich daraus eine Serie und dann bin ich vielleicht auch ein bisschen besser. Ich meine, War of the Vikings war ich ja auch jetzt nicht der Beste, aber ich bin besser geworden, ne, mit der Zeit. Gut, ich sage danke fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ab morgen kommt wieder das normale Wochenprogramm. Ich hoffe, das gefällt euch auch und ihr schaltet demnächst wieder ein. Bis dahin, danke fürs Einschalten und macht's gut.